Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ja, was wollen wir heute machen? Wir wollen in einem kleinen Dutch Oven ein echte Kerlebrot backen und dazu in dem großen Dutch Oven auf dem Gasgrill natürlich eine Gulaschsuppe machen. Den Teig, deshalb ist die Backmischung auch schon offen, haben wir vorbereitet und werden natürlich entsprechend verfeinern. Da steht echte Kerle drauf, aber hier steht drauf, macht stark. Brauchen wir ja nicht mehr. So, wir werden die Sachen nachher hier drin anbraten, dann verteilen und so weiter. Und da kommen wir dann zu, wenn der Teig gegangen ist. So, kommen wir erstmal zum Teig für das Brot. Wir haben hier so eine Backmischung gekauft, in einem Hofladen hier vor Ort. Die muss man nur mit 600 ml lauwarmem Wasser anrühren. Da wir aber ein echtes Kerlebrot machen wollen, haben wir vor, 200 ml davon durch Bier zu ersetzen. Das Bier ist natürlich kalt, weil wir den Rest trinken wollen. Deshalb haben wir ziemlich warmes Wasser genommen. So, jetzt kippen wir erstmal hier das Bier so dabei. Ein irisches Stout. Dass wir 500 ml haben. Und ein Rauchbier. Das wäre die 600 ml. So, jetzt müssen wir das eigentlich noch anrühren lassen. Also wir sollen die Anleitung nachher mit rausnehmen. Anleitung. So. Willst du das rauchen? Ja. Nur wenn ich wählen darf, nein. Kein Problem. Prost. So, während der Teig noch geht, schneiden wir schon mal die Sachen. Wir schneiden die Sachen extra, die wir vorher anbraten wollen. Und den Rest schneiden wir einfach so und schmeißen das nachher dann in die Suppe rein. So, ja, ja. So, das Schwerste ist rum. Ja, well done. Prost. Prost. So, die Frauen sind mit den Hunden wieder da und haben uns gesagt, dass wir vergessen haben zu schneiden. Das machen wir jetzt noch. Michael! So, jetzt fangen wir an und braten erstmal das Fleisch an. So, Zwiebeln und Knoblauch braten wir in der Pfanne nebenan an. So, jetzt ist der ganze Bratensaft hier drin verkocht. Jetzt tun wir die Zwiebeln dazu. Jetzt machen wir die anderen Zutaten, die wir auch noch haben wollen, tun wir noch mal kurz schwenken. Wenn die so vorgemacht hätte, hätte ich die wirklich geschwenkt. Naja, so schwenken wir das besser nicht. Naja. Unsere Idee war jetzt, dass wir noch ein paar Zwiebeln und Speckwürfel anbraten, die wir dann nachher mit ins Brot einkneten. Das machen wir jetzt. Ja, so, wir haben jetzt ewig gewartet, bis der ganze Kram hier angebraten ist und mit dem Tomatenmark karamellisiert ist. Das hat bestimmt, wie lange hat das jetzt gedauert? Länger. Das ganze Wasser verkochen am Anfang, bis das Fleisch dann anbrennt, das hat eine ganze Weile gedauert. Von Anfang an, von Fleisch rein bis jetzt, das war eine Dreiviertelstunde. Dreiviertelstunde sind wir jetzt da dran, haben das jetzt so. Jetzt fangen wir an und löschen das mit Rotwein ab. Wir haben allerdings nicht so viel, weil... Ja, das ist wirklich unglaublich. Weil wir möchten auch noch was von dem Guten nachher reinschütten, weil wir keinen gefunden haben, der es gerne trinken wollte. Ja. Obwohl es kalt war. Freunde von YouTube von vor 3 Jahren. Oder was? 4, ich weiß nicht mehr. Oh, das riecht aber jetzt nach Wein, ne? Ja. Lecker. Essen wir das jetzt so, oder? Ja, komm.
Weihnachtsmarkt-Flair ja. auf. Wäre vielleicht auch eine Idee. Hat dann Zapfen hier aufgehängt. Gulaschglühwein. Für die Männer am Stand. Schreib das auf. Ja. So. Da war das halt ein bisschen weniger Rotwein war als im Rezept empfohlen. Werden wir jetzt schon direkt hier dieses tolle Rauchbier dazu schütten. Ach was, kostet die Welt. Rein damit. So, hier direkt nebenan auf der Pfanne, jetzt mittlerweile auch schon abgekühlt ein bisschen, haben wir den Speck und die Zwiebeln, die wir jetzt gleich in den Brotteig mit einkneten wollen. Was da an Wasser rausgekommen ist, haben wir noch mit in den Topf reingekippt. So, jetzt gucken wir mal, wie wir das hier hinkriegen mit dem Brot. Jetzt ich kurz mal das Mehl ein bisschen auf der Matte verteilt, ja, bevor es wieder klebt, verstehst du? Ja, besser. Besser ist das. Gute Idee. Ja, man muss das Ganze perfektionieren mit der Zeit. Das Bäckerhandwerk ist über Jahrhunderte perfektioniert worden. Was haben die danach alles in die Fertigmischung gepackt? Ja, dann würde ich sagen, wenn das so fertig ist, dann werfen wir noch 5 Minuten das Handtuch drüber. Dann kann der Junge noch mal in Ruhe gehen. Und dann kommt er ab. Also, dann tun wir mal ein bisschen Mehl drunter, damit wir das nachher abkriegen. Das sieht gut aus, oder? Ich weiß nicht, wie weit geht denn das beim Backen auf? Das kann ich auch nicht sagen, das würde ich gar nicht rausstellen. Na ja, gut, guck mal. So, wie gesagt, lassen wir noch mal 5 Minuten gehen, den Freund. Und dann geht's ab. So, jetzt kommen wir in die interessante Phase. Wir haben uns darauf geeinigt, weil irgendeiner den Topf ja sauber machen muss, tun wir da Backpapier rein, um das Brot drauf zu legen. So, jetzt tun wir das Brot erstmal rein. Mal das sehen. So, jetzt können wir den Deckel da eigentlich da direkt drauf tun am besten, oder? Das können wir gerne machen. Der ist ja noch kalt. Ach so, da ist eine Dampföffnung. Das ist eigentlich, glaube ich, egal bei dem Brot, oder? Ja, man weiß es nicht, aber sicher ist sicher. Na ja, gut. Ja, gibt es immer so Punkte, die auf dem Deckel markiert sind und da ist ja so eine Kerbe drin, dann kommt der Dampf raus. Und da war der auf der Dampföffnung da hinten. Ja. So, und hier legen wir jetzt eigentlich nur noch im Moment erstmal so den Schrümmer durch. Ja, das riecht schon sehr lecker. Das riecht auf jeden Fall super lecker. So, wir tun jetzt ein bisschen Rosmarin drauf. Den legen wir an eine Stelle, damit wir den nachher, bevor wir das Ganze wieder auch rausnehmen können. Ja, vergesst den Kollegen Lorbeerblatt. Ach so, ja, Kollege Lorbeerblatt kommt natürlich auch dazu. So. So, jetzt wollen wir Schnittlauch und Petersilie und so dazu tun. Und gucken, wie flüssig ist denn unsere Suppe geworden. Wir sehen, so richtig Suppe ist es nicht. Die Kräuter wollen wir da oben behalten, die wollen wir nachher rausnehmen. Das heißt, wir tun jetzt die Kräuter rein. Die sollen ja auch drin bleiben, die können ruhig ein bisschen vermischt sein. Und dann haben wir unser Glas von dem Fond voll Wasser, das kippen wir jetzt nochmal rein. Und ich glaube, das können wir zweimal reinkippen, oder? Damit wir wieder ein bisschen suppige Konsistenz kriegen. Dann können wir hier vorne auch mal die Brenner was runterstellen. Das Brot braucht auf jeden Fall noch was. Und wir können jetzt ja nicht die Gulaschsuppe auf kleinere Flamme stellen.
Komm, ich kippe das ganze Ding dabei und lass das jetzt wieder auskochen. Und wir werden jetzt hingehen und werden den nicht mehr da auf den Marker setzen. Damit das wer drin bleibt. Man hätte die einfach mal machen. Ja, auch Leute. Ohne Tipps wäre es vielleicht nicht so gut geworden. Wo kriegt Nils? Kriegt denn alte Paletten her? Alte Paletten? Ja, überall. Und wir können gleich. Ich muss jetzt mal liegen. Das kann es auch hier. So, wollen wir das Brot mal anschneiden? Hier, das ist von der Laura. Ja, ist schon mal gut geworden. Ja, schmeckt echt gut. Merkwürdigerweise schmeckt es auch gar nicht groß nach Zwiebeln oder Speck, leider. Ja, doch schon. So. Ich habe aber eben gedacht, weil die Zwiebeln echt groß sein, weil das fast zu groß geworden wäre. Ja, ist gut geworden. Ja, das ist echt gut. War es gut. Ich finde, er schmeckt aber nicht. Schön, was kannst du? So, Schüsselchen genug. So, wir haben natürlich jetzt das Gulasch und so gegessen. Das Brot mit dem Speck und allem, das ist echt super geworden. Das schmeckt auch super. Wir haben es noch nicht ganz aufgekriegt, weil wir haben uns ein bisschen vertan mit der Zeit. Wir hätten das Gulasch vielleicht ein bisschen später setzen sollen als das Brot. Oder das Brot ein bisschen früher, kann man sehen, wie man will. Ja, es liegt im Auge des Betrachters, wie wir uns oft sagen. Ne? Ja. Aber im Endeffekt, echt super Sache. Einfache Brotmischung. Einfaches Gulasch, super Ding. Macht Spaß, kann jeder nachmachen. Ja, ich kann mich dann anschließen. Fürs nächste Mal müsste man sagen, das Zeitmanagement ein bisschen ändern, aber grundlegend das Brot ist echt perfekt geworden, total Bonheur. Gulasch auf den Punkt genau. Besser kann es eigentlich nicht werden. In diesem Sinne, liebe Grillfreunde, ja. Bis zum nächsten Mal. Und Prost miteinander. Ah ja, oh, schon mal ein Bier. Ja, leider ein bisschen länger.